Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Playmobils Next Topmodel der Sommeredition. Heute ist das große Finale und wir haben noch zwei wunderschöne Kandidatinnen. Stell sie uns doch mal vor, Raoul. Das ist unsere schöne Violetta. Sie ist 23 Jahre alt, kommt aus Gelsenkirchen und von Beruf ist sie Steuerfachangestellte. Dieser Beruf ist sie aber nicht spannend genug. Sie möchte Topmodel werden und die Laufstege der Welt erobern. Und hier haben wir unsere schöne Romy aus Hamburg. Erst 20 Jahre alt, hat gerade mit ihrem Studium der Zahnmedizin begonnen, aber Zähne interessieren sie nicht mehr. Sie will auf die Laufstege der Welt und vielleicht wird sie unser neues Topmodel. Ob Romy oder Violetta gewinnen wird, das wird sich erst am Ende der Sendung herausstellen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen haben heute wieder die Gelegenheit, über das kleine i abzustimmen, welche von unseren beiden Kandidatinnen das Topmodel 2016 wird. Wir haben heute zwei spannende Challenges mit euch vor. Beide haben mit Knete zu tun, aber nicht mit gewöhnlicher Knete oder mit Geld, sondern mit intelligenter Knete. Intelligente Knete? Was soll das sein? Ich weiß auch nicht. Hoffentlich muss man dafür nicht zu intelligent sein. Oh nein, nachher ist das ein Quiz mit Knete. Oh nein. Hoffentlich nicht Mathe. Oh. So Mädels, wir hoffen, ihr seid handwerklich begabt und auch sehr geschickt, denn jetzt heißt es, aus diesen Bergen von intelligenter Knete richtig tolle, wunderschöne Outfits zu designen. Habt ihr Lust? Das wird super! Oh je, jetzt versuche ich mal mein Glück, aber ich weiß nicht, wie ich daraus ein Outfit kreieren soll. Die ist total zäh. Oh Mann, ich glaube, das wird super schwierig. Die gibt gar nicht richtig nach. Und die klebt auch noch. Und zerfließen tut sie auch. Nachher stehe ich da nackt auf dem Laufsteg und habe gar kein Kleid mehr an. Aber naja, wenigstens glitzert sie schön. Huch, ich falle hinein! Die Kandidatinnen werden getrennt voneinander an ihren Outfits arbeiten, damit die eine von der anderen nicht abschauen kann. Und wenn sie fertig sind, nach 30 Minuten, können sie ihre Outfits jeweils bewundern. Herr Jemine, oh Mann, ob ich das jemals schaffe? Die ist so schwer zu verarbeiten. Und ob ich mich mit der Farbe anfreunden kann, weiß ich auch nicht. Ich hätte viel lieber Violett gehabt. So, ich habe schon mal ein Haarband fertig gemacht. Das steht mir wirklich super. Und Haarbänder sind ja diesen Sommer total im Trend. Ich glaube, da kann Violetta nicht mithalten. Och nö, ich sehe aus, als hätte ich einen blauen Müllsack an. Ich muss mein Outfit auf jeden Fall überdenken. Ich habe mir jetzt noch eine Stola gemacht, aber irgendwie wirkt das total winterlich. Es ist doch Sommer. Diese Glitzerknete, das erinnert mich irgendwie an Eis. Puh, das hat gerade noch geklappt. Ich glaube, so kann ich mich blicken lassen. Mit diesem super modernen Jumpsuit aus intelligenter Knete werden Raoul und Gabi echt große Augen machen. Die Stola, die war mir irgendwie viel zu winterlich. Die habe ich jetzt wieder weggemacht. Aber dafür habe ich jetzt ein tolles Kleid. Das geht mit einem Träger nur über eine Schulter und auf der anderen Seite ist es trägerfrei. Aber Moment mal, mein Kleid ist ja total durchsichtig. Oh, naja. Ich kann da nichts für. Es gab halt nur diese Knete. So, beide Kandidatinnen haben ein richtig tolles Outfit aus intelligenter Knete angefertigt. Violetta, ein blauer Jumpsuit mit einem coolen, gewickelten Gürtel. Und Romy, ein kristallglänzendes, glitzerndes Outfit. Das sieht irgendwie ein bisschen winterlich aus. Und es ist durchsichtig. Sehr gewagt. Somit ist die erste Challenge schon mal bestanden. Ein tolles Outfit haben die zwei und jetzt gilt es, dieses Outfit auf dem Laufsteg zu präsentieren. Dafür stehen euch noch ein paar coole Accessoires zur Verfügung. Damit könnt ihr euer Outfit dann komplett abrunden. Romy, was ist los? Warum liegst du am Boden? Die Knete! Ich kleb fest. Hilf mir mal ganz kurz. Ich bin noch dran. So, jetzt viel Glück. Dankeschön. Jetzt ist der Catwalk auch schon durch. Das haben unsere beiden Kandidatinnen super gemacht. Ganz toll. Und das Publikum kann jetzt abstimmen, wer von den beiden
Playmobil's Next Topmodel der Sommeredition wird, ist es Romy mit ihrem Eiskristallkleid, was mich ein bisschen an Prinzessin Elsa erinnert? Oder ist es die Violetta in ihrem blauen Jumpsuit? Gabi, du meinst wohl Eiskönigin Elsa. Das ist keine Prinzessin. Einfach oben rechts auf das kleine i klicken und dann entscheiden, ist es Romy oder ist es Violetta. Stimmt ab. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.